Dies ist ein weiteres Video zur Volumenberechnung und diesmal geht es um Zylinder. Ich habe mal hier bewusst eine Figur stehen lassen, die aus dem Video ist zur der Volumenberechnung für Prismen, nämlich einfach Grundfläche mal hier die dritte Dimension mal Höhe. Das war die Volumenformel für Prismen. Und tatsächlich ist für Zylinder gilt genau die gleiche Volumenformel, nur dass die Grundfläche jetzt halt rund ist. So was hier. Das wäre die Grundfläche. Und die Grundfläche verschiebe ich jetzt auch in der dritten Dimension hier einfach nach hinten. Und das kann ich nicht so gut. Ich lasse das mal zeichnen. Moment. So sieht das Schöne aus. Ich habe jetzt hier oben und hier unten jeweils deckungsgleiche Flächen, die, wenn ich hier diese dritte Dimension weglasse, praktisch aufeinander fallen würden. Die sind also parallel verschoben. Das heißt, das hier ist meine Grundfläche. So, und jetzt gilt die gleiche Formel. Wenn ich die Grundfläche berechnet habe, ist das hier einfach meine Höhe. Und dann nehme ich V gleich G mal H und schon habe ich mein Volumen berechnet. Das Einzige, was jetzt hier neu ist im Gegensatz zu den Prismen, ist, dass meine Grundfläche halt rund ist und ich dementsprechend die Grundfläche berechnen muss über Pi mal R Quadrat. Dazu gibt es auch ein separates Video, wie man jetzt die Fläche eines Kreises berechnet, falls euch das nicht ganz klar sein sollte. Gut, und das war eigentlich schon alles. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigsten Informationen auch verstanden habt aus diesem Video.